guten Abend, mein Name ist Ingeborg Sperr. Ich bin hier aufgewachsen in Wetzlar und ich lebe auch jetzt noch in der Altstadt. Und ich hätte jetzt noch eine Frage wirklich zum Frauenberg. Folgendermaßen, muss da überhaupt was zugebaut werden? Kann man nicht dieses alte Haus, was da jetzt wackelig steht, auch abreißen und ein bisschen Grün hinmachen? Die Leute, die dann aus der Stadt kämen und nach oben gingen zum Kornmarkt oder auch in Wetzlarer Hof, die würden sich vielleicht freuen, wenn sie zwischendurch mal einen Platz hätten, um sich auch auszuruhen. Außerdem, wenn da Wohnungen hinkommen, wer soll da wohnen, wenn überall Gastronomie ist? Wie wollen die Leute im Sommer schlafen? Müssen die bei zu einem Fenster schlafen? Haben wir nicht Gastronomie rundherum eigentlich auch genug? Also, und ich finde auch von der Luft her, Wetzlar braucht auch frische Luft in der Altstadt. Und wenn alles zugebaut wird, man hat es ja gerade jetzt in diesem Sommer gesehen, wenn es so heiß ist, wenn die Bäume auch noch wegkommen und überall kommt Beton hin, der die Hitze speichert, für was soll das denn gut sein? Kann sich Wetzlar nicht noch ein bisschen Grün leisten?